Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ich es letzte Woche schon angekündigt habe, kümmern wir uns aufgrund von Taylor Swifts The Eras Tour um die verschiedenen lyrischen Parallelen in meinem Leben in jedem einzelnen ihrer Alben. Und heute ist dieses Album hier dran. Ich zeige euch das mal kurz, das Debütalbum. Ich habe hier 5 Songs rausgesucht, weil es in diesem Album nur 5 Songs gibt, mit denen ich etwas Persönliches verbinde, die sich in meinem Leben immer wieder über die Jahre, in denen ich jetzt bei Taylor bin, wiedergespiegelt haben, die alle etwas für mich bedeuten. Natürlich ist jeder Song auf diesem Album ein Meisterwerk für sich, aber für mich sind es insbesondere im Speziellen diese 5 Songs und die werde ich euch gleich zeigen. Nur vorher zeige ich euch noch mal kurz die Tracklist von dem Album, die seht ihr gleich hier eingeblendet. Die erste lyrische Parallele befindet sich in Track 1, dem Song Tim McGraw. And I'm back for the first time since then. I'm standing on your street and there's a letter left on your doorstep and the first thing that you read. Genauso eine ähnliche Situation habe ich mal erlebt, als ich an jemanden, den ich toll fand, einen Brief geschrieben habe und habe mir dann, während ich den Song gehört habe, immer genau diese Situation vorgestellt, was er als erstes lesen wird beziehungsweise interpretieren wird, wenn diese Person diesen Brief sieht. Die Verbindung zu dem Song ist definitiv was Besonderes, weil gerade so diese Songtextzeile, ja, dass es so in einem Taylor Swift Song auftaucht und dann in meinem Leben, ist schon was Besonderes. Wie auch all die anderen, die ich euch gleich noch zeigen werde. Someday you turn your radio on, I hope it takes you back to that place. Ja. Ich denke, jeder Mensch hat diese Person, von der sich einmal wünscht, dass eine bestimmte Person einen Song im Radio hört und sich an einen erinnert und dann immer an den Platz zurückkommt, zu dem man Erinnerungen hat oder an dem man sich als erstes getroffen hat. Ja, das ist schon auch sehr emotional für mich teilweise, dann diese Lyrics auch zu hören und ich singe dann auch immer ziemlich laut mit, wenn ich alleine bin, gerade dann, wenn ich mich alleine fühle. Als nächstes habe ich Teardrops on My Guitar rausgesucht. Es geht hier zwar nicht um eine lyrische Parallele an sich, sondern vielmehr um eine gleiche Situation in dem Musikvideo, welche ich so erlebt habe. Und zwar, man kennt das sicherlich, wenn man in die Schule geht, sieht seinen Schwarm, will so grüßen, sagt so Hi und auf einmal steht er im Flur und küsst eine andere. Und du selbst, wenn du das siehst, du spürst den Schmerz oder dir wird
irgendwie schlecht oder komisch und du willst einfach nur noch davonlaufen. Und ziemlich genau so ist es mir während meiner Schulzeit ergangen. Das Blöde ist, ich konnte nicht weglaufen. Denn wer von euch mich kennt, der weiß, ich sitze im Rollstuhl. Ja, und das kann dann manchmal schon echt von Nachteil werden, wenn du dich so fühlst, als würdest du einfach nur noch weglaufen wollen und es geht nicht. Der nächste Song ist A Place in This World. Bei diesem Song betrifft es eigentlich komplett die ganze Lyrics, von dem der Song erzählt, weil ich war eigentlich immer schon ein Mensch, der nirgendwo richtig reingepasst hat und der immer irgendwie, ja, die Welt in Frage gestellt hat und nie so richtig wusste, wo er hingehört und das auch zum Teil, obwohl ich schon viel geschafft habe in meinem Leben, aber durch äußere Umstände weiß ich das teilweise heute noch nicht und das ist schon ziemlich frustrierend. Der nächste Song, den ich rausgesucht habe, ist Stay Beautiful. Ihr kennt es sicherlich alle, wenn man jemanden toll findet. Dann ist derjenige für einen jemand und dann braucht man eigentlich niemand anderen mehr und man fragt sich so, ja, wenn du eines Tages nicht zurück an meine Tür kommst, dann bleibst du aber trotzdem wunderschön für mich und das ist, denke ich, die beste Botschaft aus dem Song, die man mitnehmen kann, weil ja, auch wenn man jemanden, den man will, nicht bekommt, ist das die beste Art und Weise, damit umzugehen und die Situation so zu betrachten. Deshalb ist Stay Beautiful auch definitiv mein Lieblingssong auf diesem Album. Am meisten berührt mich eigentlich die Lyrics. I'm taking pictures in my mind, so I can save them for a rainy day. Ich persönlich habe eine sehr starke Vorstellungskraft und ja, ich kann mir in meinem Kopf eigentlich alles vorstellen, was ich möchte. Und diese Lyric-Line erinnert mich immer wieder daran und das berührt mich ganz besonders, wenn ich dann diesen Song höre. Und die nächste Lyric-Line aus dem Song, die darauf folgt, It's hard to make a conversation when it's taking my breath away. Das ist so, ihr möchtet gerne mit jemandem, den ihr toll findet, reden und möchtet unbedingt Kontakt aufbauen, aber ihr könnt es nicht, weil er euch so umhaut. Und das ist irgendwie so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, meiner Meinung nach. Denn ich bin ja so ein Speak-Now-Mensch, also das Album meines Lebens ist definitiv Speak Now, was ich auch noch durchnehmen werde in den Lyric Parallels. Ich werde jetzt jedes Album durchgehen, jeden zukünftigen Sonntag. Und ja, Speak Now ist für mich the Album of my life, weil es so viele Parallelen erzählt aus meinem Leben in den Songs, was ihr dann auch
sehen könnt, wenn ihr euch für diese Art von Content interessiert. Last but not least, I'm only me when I'm with you. Ihr kennt es sicherlich auch alle, wenn man jemanden toll findet und eigentlich glaubt, dass man nicht mehr ohne denjenigen leben kann und dann auf ihn trifft und man fühlt sich einfach, wenn man Zeit mit ihm verbringen darf oder irgendwas macht, was einen mit ihm verbindet, dann fühlt man sich frei. Das ist auch eine wunderschöne Botschaft und das transportiert auch auf jeden Fall die Melodie und die musikalische Zusammensetzung dieses Songs, weshalb ich ihn auch großartig finde. Draußen regnet's. I'm taking pictures in my mind, so I can say them for today. Ja. Nur mal so nebenbei. Was ich euch noch kurz zu dem Album erzählen wollte. Das Debütalbum war nicht das erste Album, was ich von Taylor Swift gekauft habe, weil es das damals in Deutschland noch nicht gab oder nur in begrenzter Anzahl. Und meine Mutter hat das Debütalbum, nachdem ich mir damals die Originalversion von Fearless zugelegt hatte, welches mein persönliches erstes Album war, hat sie das in UK bestellt. Als es dann eines Tages auf meinem Tisch lag, es hat irgendwie wochenlang gedauert, bis das angekommen ist, habe ich mich riesig gefreut. So viel dazu. Und das war es auch heute von mir und meinen Lyric Parallels, meinen persönlichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns nächste Woche mit dem Fearless Taylor's Version Album zusammen wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute!